Heute, Anna fährt auf Klassenfahrt. Anna, mach das Wasser jetzt doch mal bitte aus. Okay. So, und während du die Zähne putzt, mache ich dir schon mal deine Haare. Aua, Mama, das zieht bitte nicht so doll. Ja, in Ordnung, ich pass auf. Aber es geht nicht besser. Es sind so viele Knoten in deinen Haaren. Okay. Ach, Bello, mein Süßer, ich fahre heute auf Klassenfahrt. Ich werde dich ganz doll vermissen. Lass dich nochmal knuddeln. Anna, deine erste Klassenfahrt. Das wird bestimmt ganz aufregend. Ja, ich freue mich auch schon ganz doll. Hoffentlich kann ich da gut schlafen. Ach, bestimmt. Du hast doch den Teddy dabei. Der wird dir dann Gesellschaft leisten. Wer möchte denn Kakao haben? Ich. Greta, du nicht? Nein, ich mag lieber Milch. In Ordnung, bring ich dir. So, meine Süße, wir müssen uns jetzt verabschieden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich wünsche dir auch ganz viel Spaß, Anna. So, ich gucke jetzt mal auf meine Liste. Anna ist da, Annika ist da, Nina, Amelie, Lotta sind auch da, Marek, Tobi, Marc und Leon sind da. Die einzige, die jetzt noch fehlt, ist die Mila. Oh, hoffentlich ist Mila nicht krank geworden. Wir warten noch einen Moment. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Vielleicht kommt sie gleich. Ach, Mila, da bist du ja. Wir haben schon auf dich gewartet. Schön, dass du jetzt da bist. Tut mir leid, wir standen im Stau. Mila, endlich bist du da. Wie schön ist das? So, Kinder, jetzt sind alle da. Ihr könnt also schon mal einsteigen. Herbert packt währenddessen die Koffer in den Kofferraum. Oi, das ist aber ein schwerer Koffer. Ich bin übrigens Herbert, euer Busfahrer. Ich bringe euch zu eurem Ferienlager. Annika, komm! Die Fahrt kann gleich losgehen, Kinder. Tschüss! Tschüss. Wir sind angekommen. Hey, ist doch voll cool hier. Ja, finde ich auch. Mila, wir schlafen doch zusammen, oder? Na klar, wir sind doch beste Freundinnen. Das wird so cool. Ich habe auch Kekse mitgenommen, die können wir dann heute Nacht heimlich essen. Hey Mila, ich dachte, wir schlafen zusammen. Nein, Nina, ich schlafe doch mit Anna. Das habe ich dir aber auch schon gesagt. Du bist voll doof, such mir halt jemand anders. Nina ist manchmal wirklich komisch. Ja, finde ich auch. Aber sie kann auch nett sein. So, Kinder, jetzt könnt ihr euch euren Schlafplatz aussuchen. Es gibt Plätze im Zelt, beziehungsweise in drei Zelten, oder auch im Ferienhaus. Ich hoffe, es gibt keinen Streit. Lisa ist nämlich unsere Campleiterin. Die kümmert sich aber auch ums Essen. Und wenn ihr Probleme habt, könnt ihr immer zu Lisa oder natürlich auch zu mir kommen. Hey, Tobi, wollen wir in einem Zelt schlafen? Ja, klar. Ich habe auch so eine super Idee, wie wir heute Abend die Mädchen erschrecken können. So, jetzt noch den Apfelsaft und die Brötchen und dann können wir auch schon gleich essen. Ich habe schon so einen Hunger. Hoffentlich gibt es gleich was Leckeres zu essen. Ja, bekommst du gleich. Ist gleich fertig. Das ist hier so gemütlich. Ja, finde ich auch. Ich bin schon voll gespannt, was wir morgen machen. Sind die Würstchen gleich fertig? Ja, Kinder, die sind gleich soweit. Ich hoffe, ihr habt großen Hunger. Oh ja, und was für einen. So, nach dem Essen geht's gleich ins Bett. Annika, was ist denn los? Hast du Heimweh? Ja, ein bisschen. Hast du denn kein Kuscheltier oder sowas ähnliches dabei? Doch, aber den habe ich in meinem Koffer gelassen, weil ich ja eigentlich kein Baby mehr bin. Ein Kuscheltier zu haben, ist nicht schlimm. Da ist man auch kein Baby. Weißt du was? Ich habe sogar auch ein kleines Kuscheltier bei mir im Bett. Komm, wir holen mal deinen Teddy aus dem Koffer. Ja, okay. Jetzt kannst du bestimmt einschlafen. Und wenn nicht, dann rufst du mich nochmal. In Ordnung? Ja. Ich habe voll gut geschlafen. Ja, ich auch. Ja, war voll cool im Zelt. Wir wollten euch heute Nacht eigentlich erschrecken, aber wir waren dann doch zu müde. Was denkt ihr, was wir machen? Vielleicht einen Waldspaziergang? Oh ja!
Lisa, du hast ja leckere Brötchen für uns gemacht. Und ich habe Kakao gemacht. Wer möchte denn eine Tasse? Ich! Möchte denn jemand auch ein Spiegelei? Ja, ich! So, meine lieben Kinder, jetzt hat ja jeder was zu essen. Gleich seid ihr gestärkt und dann können wir endlich loslegen mit unserem Ausflug. Und ich erzähle euch gleich, was wir machen. Und zwar geht es heute auf einen Reitausflug in den Wald. Toll, könnten wir nicht was anderes machen? Immer nur diesen Mädchenkram. Marek, ich denke, das wird sogar dir Spaß machen. Gleich kommt der Gunther vorbei. Er hat seine Ponys dabei. Und auch eine Kutsche, für die, die gar nicht reiten möchten. Die können dann mit der Kutsche fahren. Darf ich dann in der Kutsche wenigstens mein Videospiel spielen? Nein, das lässt du lieber hier. Frau Bachmann, ich darf nur in den Wald, wenn ich gegen Zecken eingesprüht bin. Ja, Nina, das ist kein Problem. Komm, ich sprühe dich jetzt ein. So, bist du fertig. Oh, sind die Ponys süß. Ich möchte das da. Ich hätte gern das Weiße und ich nehme das Braune. Oh, Pferde sind langweilig. Nein, Pferde sind super toll. Hallo, Herr Hesse. Dann kann es ja gleich losgehen mit dem Ausflug. Die Kinder freuen sich schon. Gut, ein paar sind vielleicht noch nicht so ganz begeistert, aber die werden wir auch noch überzeugen. Frau Bachmann, das denke ich auch. Also ich habe den Ausflug schon öfters gemacht und die Kinder waren danach immer sehr begeistert. Oh, mein Pony ist voll lieb. Deins auch? Ja. Ich finde das so toll. Wollen wir lieber in der Kutsche fahren? Ja, bin ich auch für. So ein Reiterhelm ist ja was für Mädchen. Darf ich nicht lieber einen Skaterhelm aufsetzen? Ja, Marek, das darfst du. Hauptsache, du hast einen Helm auf dem Kopf. So, Kinder, jetzt kann's losgehen. Immer schön langsam. Ich reite vorne weg und ihr bleibt dicht hinter mir. Reiten ist doch nicht so uncool, wie ich dachte. Da ist der kleine Fuchs niedlich. Oh, lass uns weiterreiten, nicht, dass wir ihn erschrecken. Schaut mal da oben auf die Birke, da sitzt eine Eule. Eulen sind meist nachtaktiv. Da hört man die dann auch immer machen. Jetzt nicht, weil jetzt schläft sie. Psst, Kinder. Achtung, da vorne sind Wildschweine. Wusstet ihr eigentlich, dass Wildschweine bis zu 90 Kilo schwer werden? Das sind Allesfresser und die Kleinen, die nennt man Frischlinge. Und am liebsten essen die Wildschweine Eicheln. Aber man muss aufpassen, vor allem wenn man mit Hunden unterwegs ist, weil da können die sehr aggressiv sein, weil die auch immer ihre Junge beschützen wollen. Schaut mal da, da sind Rehe mit ihren Jungen. Das sind auch immer sehr scheue Tiere, da muss man immer ganz leise sein, weil sonst laufen die gleich weg. Ach und da sind Wildhasen. Hasen kennt ihr ja, aber das sind halt wilde Hasen, die leben bei uns hier im Wald. So, ihr lieben Ponys, jetzt müssen wir uns verabschieden. Ihr wart so, so lieb. Na, Kinder, hat es euch heute Spaß gemacht? Also mir auf jeden Fall. Ja, das war voll cool. Mir hat es auch gut gefallen. Das Reiten war auch nicht so blöd, wie ich dachte. Und vor allem die Ponys, die waren echt süß. Und die ganzen Tiere, die wir gesehen haben, Wahnsinn. Das war ein richtig schöner Ausflug. Mila, möchtest du mein Würstchen haben? Ich habe keinen Hunger mehr. Ja, gerne. Danke, du bist meine beste Freundin.